Das ging schon eine ganze Weile so. Sie hatte seit einem halben Jahr Magenschmerzen. Und ihre Mutter, die spinnt total. Die hat sie zum Kinderpsychologen geschickt. Das musst du dir mal vorstellen. Sie hat gedacht, die will sich vor der Schule drücken. Und naja, nach der Gastroskopie, da mussten wir dann 3 Tumore entfernen. Aber es war schon viel zu spät. Weißt du, ich verstehe das alles nicht mehr. Wenn du erstmal auf der Inneren bist, dann ist diese ganze Scheiße vorbei. Lehrjahre sind eben keine Herrenjahre. Ich kann's nicht. Ich kann diesen Job nicht machen, okay? Das fällt dir nach 9 Jahren Ausbildung ein. Nach 9 Jahren. Mensch, mir macht mein Job auch nicht jeden Tag Spaß. Stefan, ich bin schwanger. Du bist Papa. Was hast du einfach so, ohne mich da vorher mal zu fragen? Ich habe selbst erst heute erfahren. Ohne mich da auch nur im Geringsten einzuplanen. Es war ein Unfall. Ja, da gehst du einfach mal dahin und schmeißt deinen Job. Sag mal, spinnst du? Ich weiß nicht, die gesagt hat, dass mich die Pille zu dick macht. Das ist doch jetzt überhaupt nicht das Thema. Gibt's da irgendwelche Möglichkeiten noch, dass man... Ich will dieses Kind. Schluss aus. Okay. Ich habe eine Rechnung von dir bekommen, über 900 Euro. Richtig, ich habe dein Skript gelesen und dir dafür eine Rechnung gestellt. Das ist ein Scherz, ne? Nein. Meinst du das ernst? Meinst du das ernst? Ja, klar meine ich das ernst. Ich habe dein Skript gelesen und dir dafür eine Rechnung gestellt. Moment. 900. Ich glaube, ich habe dir 3 Stunden berechnet, habe aber 4 Stunden dran gesessen. Um ganz ehrlich zu sein, es ist gut, dass ich es gelesen habe. Es muss überarbeitet werden. Absolut null Interesse. Es tut mir auch leid, dir sagen zu müssen, dass ich mir Notizen gemacht habe. Du hast Lust auf knackige Erdbeeren? Dann komm rein und bring die Sahne mit. Ich erfülle deine Wünsche. Besuch mich im Chat und lass dich überraschen.